Na, ist warm? Schwül heute, wa? Aber richtig. Ja. Können wir den Fuß nochmal versetzen vielleicht? Ja, da sehe ich kein Problem, das ist ja auch kleiner da. Was machst du gerade? Ich habe jetzt gerade frei und dann wurde mir angeboten, dass ich vielleicht einen kleinen Schrebergarten hier im Hof bauen kann. Da dachte ich mir, ich habe ja kein Grundstück und dann baue ich mal hier meinen Schrebergarten. Da sind schön einen kleinen Hintergarten, den ich mitmachen. Und das passt jetzt irgendwie ganz gut. Und dann haben alle was davon, dachte ich bloß. Also das Haus haben wir auch schon gebaut, das passt ja auch total so zum Schrebergarten-Stil. Und dann wird es ja alles verfolgt. Wahrscheinlich kommt dann da in die Ecke noch so ein kleines Haus, dann wollen wir noch so ein Baumhaus machen, da hinten irgendwie, auf den Klötzen. Man so rundum spielen kann, weißt du, alle Kinder, also so ein bisschen rum. Wurde uns erlaubt von den Hotelleuten? Na klar, warum nicht? Haben wir noch nicht alle da in den Schülern da. Aber macht auch mal Spaß. Mach was anderes. Mach was anderes als rauchen. Zum Beispiel. Nein, mach was sauber machen, was anderes. Genau. Und Farbgebung im Flur hört man oft, manchmal zu dunkel. Schauen wir mal, wenn es fertig ist. Ja. Ja, dann kann man es immer noch ein bisschen heller machen. Die hängenden Paneele hier, die werden bestickt mit Haken für Comics, Zeitschriften und so weiter. Hier das ist ein Seil, wo die Toilettenrolle dann hängt, das hier so eingehängt. Das soll ich später nochmal irgendwie abfilmen, kann ich mir vorstellen. Und dann gibt es hier drin noch so einen Korb für Shampooflaschen und Duschzeug. Und der wird jetzt angebracht? Das wird jetzt alles angebracht, genau. Und schraubt hier. Sehr sorgfältig. Ja, wir wollen hier keinen Dreck machen. Es kommt auf die richtige Dosierung an, das wurde mir gesagt, das ist sehr wichtig. Meta mit Michel Berger Hotel, oder? Jungs, um 12 musst du mit dem Auto raus sein. Ist okay. Wir sind auch weg dann. Sehr schön. Mit beiden Autos? Nee, nur mit dem. Könnte das euren Kollegen bitte sagen? Du machst ja die einfach im Hof die Rezeption. Oder? Genau. Ja, hier oben. Der erste Einkauf, die ersten Gäste waren schon da. Heute? Nee. Ja! Ganz süße Schweden. Das ist der schwedische Schnitzel. Ja, ich hab's jetzt zum Schwedischen vorgeschickt. Haben die schon ihre Zimmer bezogen? Nee. Noch keins fertig? Nee, die haben auch vor allem erst mal ein bisschen geschluckt, als sie hier reinkamen im Innenhof. Und da ist hier das Hotel oder nicht? Und sie, ja, doch. Das Hotel, Mädchen, heute Abend können wir schlafen. Sehr gut.
sind diese hier. 35 Ampere, nimmst du die einfach mit. Okay. Und da kannst du dann ein Paket, da sind glaube ich 12 Stück drin. Okay. Bringst du einfach ein Paket mit. Denkst du da mit? Also 12 Stück brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Ja. Und hier ist Geld und Blumen. Mhm. Und zwar. Warte mal, ich schreibe das mal am besten auf, genau, was du mir sagst. Ne? Ja. Was schreibst du da auf? Geheim, geheim, das ist ganz geheim. Was ist das denn? Nein, nein, ich schreibe nur, ich überbrücke nur kurz ein paar Sekunden, bis ich wieder voll durchstarte. So, und hier ist doch, warte mal, du. Ich kann meine... Hier hinter dem Lidl, da ist so ein Elektro-Großhandelfachmann. Von dem auch. Da, gegenüber. Also er meinte, er wäre beim Heavy gewesen und dann bei so einem Elektro-Großhandel hier in die Ecke. Echt? Also ich kenne einen in der Köpenicker. Also ich weiß nur, dass hier diese ganzen Leute vom Gegenbauer, die holen immer und kaufen ihre Sachen dort ein. Also neben hinter dem Lidl ist das. Okay, das guck ich nach. Du sagst doch vielleicht erstmal, wo die immer drauf. Ja, die haben ja schon. Dann zeig ich dir eben die. Ja, das ist schön. Zwischen den Fenstern gibt es ja immer noch Freiräume. Mhm. Und die müssen wir mit Holz ausbessern. Das schaffen wir einfach heute nicht. Also das heißt ausbessern. Wir müssen so ein Patchwork mit anderen mit Holzflächen. Mhm. Das werden wir heute nicht schaffen. Die müssen auch noch angemalt werden. Und wir müssen später natürlich die Sicherheitsfolie noch drauf kleben. Weil das ist kein Sicherheitsglas und das ist ein bisschen gefährlich so. Und da gibt es Folien, die verhindern, dass das Glas splittert. Mhm. But I think Julia told you everything, no? Okay. What is your plan? Maybe you just give me your package and then you go around, have a look at this. Okay, yeah, okay. Okay. So, is there any wires? So maybe not yet. Yeah. In our office, yeah. In your office? Yeah, just like for 10 minutes. Yes, that's okay. That would be possible. Yeah. Yeah? Thank you very much. Now we will leave your our luggage. Yeah, come on. But tomorrow we will have breakfast here with everything. Now we need the bread. Nadine, wir sind weg, ja? Alles klar. Bis dann, tschüss. Frau Oswald, was ist los, Frau Mein? Nix! Guck mal, wir müssen diese, glaube ich, nehmen, weil wir brauchen nichts für Zimmerpflanzen. Angeln. Mhm. Was kaufen wir jetzt? Wir kaufen jetzt Sicherung. Da hinten. Hast du die schon gesehen? Ich hab das Elektroschild gesehen und ich hoffe, dass es richtig ist, weil ich habe noch nie eine Sicherung gekauft. Mal gucken, ob das richtig ist. Gucken wir mal. Und dann gehen wir direkt ins Gartenzentrum. Das ist ja hier unser Barkollege da.
dem bewegen wir uns im großen Teebereich. Ja. Worüber wir jetzt reden. Da haben wir ein Angebot bekommen, wo wir 10% runtergehen. Ja. Und da finden Sie hier letztendlich die Preise. Okay. 250 Gramm Tüte beispielsweise. Ja, wenn man bei den Assern nehmen muss, ist hier zum Beispiel 8. Habt ihr die alle per Hand gestopft? Da sind Kissen im Netz drin. Ah, okay. Ich schreibe gerade eine wichtige Mail an wichtige Personen, die mit wichtigen Bedingungen beauftragt werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Abdichtung von Badezimmern. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung und meine Zimmer Spezialität. 118 ist innen oben in der Dusche für das Boden. Weißt du? Oben. Du kommst rein in die Dusche, drehst dich um und dann ist oben in der Duschwand fehlt das Silikon. Hat mir einer von den Putzleuten gesagt. Das ist ja gut, dass sie mitdenken. Aber oben ist natürlich nicht so schlimm wie unten, aber immerhin. Nee, aber er hat nur gesagt, oben Loch und ist ein ernsthaftes Problem jetzt? Nein, es ist ein Problem, was heute im Laufe des Nachmittags gelöst werden wird. Und dann können die ersten Gäste natürlich sofort duschen oder was immer sie da an der Scheibe machen wollen. Mit vollem Mund. Ja, aber das Koch muss ja auch abschmecken. Also, was hast du gekocht? Unsere eigene Marmelade. Mhm. Da kommt die Dürre. Brombeer und Himbeer mache ich jetzt gerade an. Okay. Und was zeichnet die aus? Nein, dass sie selbst gemacht ist. Mit dem Schraubstein gerührt. Ganz lecker. Nee, da muss ich die Gasflaschen mit. Genau, und das ist zum Schraubteil. Im 17er Schlüssel. Ja? Yes, we have so, gleiche Höhe, tiefer versetzt, mehr mittig. Bisschen tiefer. Bisschen linker. Ja, die will ich rüber rutschen, weil die ist zu gleichphasig. Die rutscht doch mal nach da. Und dann stattdessen die kann man so mit dem Lippen, vielleicht so. Ja, die ist ganz groß. Wo ist sie? Gib nach. Hier oben bei mir. Ah. Das kleine braune denn da hin? Ja. Hat die auch einen Vogel oben drauf? Okay, ist gut. Machen wir so. Willst du mal anzeichnen? Ja, ich tue es mal so. Okay, die Kleine ist ja gut. Die macht hier mehr. Die ist gut. So ist gut, Steffi, eigentlich. Sie ist versetzt dann. Ja, das ist geil. Ja, ja. Ja. Way to the Münchstraße and then you find the okay? Easy to hast du I'm just too tired. Too tired? Yeah, of Of working, but it's great. Am I convincing or not? Yeah, you are. I am. I don't know. I'm working with Elena on in the rooms. Taste the bread. Taste the bread. Taste. Why you did it? Yeah. I bought it. Yeah. I bought it. Yeah.
Riecht doch auch total intensiv, ne? Probier mal. Hatte dir erzählt, das wird auf dem Wirsingblatt mit Speck und dann wird da der Teig draufgelegt und dann wird es auf dem Blatt gebacken. Und? Lecker. Ich will eigentlich die ersten Guest-Keycards programmieren, aber ich brauche noch die Reservierungsliste, die provisorische. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder raus, Leo suchen, Reservierungsliste ausdrucken lassen und dann mache ich mal weiter. Ja. Sahnig, cremig. Brotteil. Und was machst du jetzt gerade? Brennt die Hütte? Die Hütte brennt? Nein. Die Rauchmelder sind auch noch Sachen. Wir müssen erst die Feuermelder einbauen, die dann dafür zuständig sind, dass hier alles brennt. Die ist noch nicht fertig eingebaut. In der Zwischenzeit gibt es Schweineohren und Lampenschirme. Eine Stunde. Also nach und nach können die alle in ihre Zimmer rein. Die kommen ja auch nicht alle auf einen Schuh. Sondern nacheinander. Und die Zimmer sind auch noch nicht fertig. So, you can see. Und da kommt die Oma vorbei und guckt sich das alles an und sagt dann, ja, da können jetzt Leute reingehen, dann können die Leute reingehen. Aber bevor die Oma nicht gesagt hat, dann nein. We have to ask Anya. Shall I go down and ask her? Yeah. Was ist das? Was sind denn ein bisschen zurückgekommen? Naja, wir sollten schon eine Ahnung haben. Ja, aber irgendwie eine Lampe. Ich hab jetzt, bin erst beim ersten. Aber ich schätze mal so eine halbe Stunde, Viertelstunde, eine halbe Stunde. Pro Zimmer? Ja. Und wie viele Zimmer sind auf diesem Gang? 16. Mal eine halbe Stunde sind, ne? Mhm. 8 Stunden. Das ist ja dann noch ein bisschen was zu tun. Jawohl. Hallo, Christian. Danny, hi. Ist der Christoph da irgendwo rum? At least I give the guest the room number, you know, because I have to write the names and then I have to put the card. I have to print another one because it's not so important to have the room coordinated to the people. Okay, also Sie sagen 300 Euro. Nee, 300 Euro sagen Sie das. Nee? Okay. Hallo, ich würde gerne einchecken. Du würdest gerne einchecken? Ja, ich habe leider gerade das Gefühl, dass da gar kein Saft auf dieser Steckdose ist. Das wäre jetzt aber schade. Okay. Vielleicht nehmen Sie erstmal Platz und genehmen Sie sich so einen kleinen, eine kleine Prise Betonstaub, der hier gerade aufgewirbelt wird. Ja, gerne, danke. Ja. Hier gehen wir jetzt mit dem Holz drauf. Hier gehen wir mit dem Holz dran. Ne? Ist da noch eine Schwelle gelegt? Innen, außen. Da wird hier auch noch Holz reingelegt. Ja, hier kommt außen kommt Holz rein. Eine Holzschwelle, ja? Das ganze Ding wird mit Holz ausgelegt. Was ist das noch? Ja. Was ist das noch? Wichtig, wichtig. Ja, das ist die mittlere Esshecke und dann ein bisschen mehr. Das ist der Säuger. Ja. Und noch ein bisschen mehr. Wieder ein bisschen nach links und ein bisschen höher. Probier mal einfach. Sieht man super. Und hier ist doppelseitiges Klebeband, Rezeptionsschild. Und zu den Räumen, genau, dass wir da diese Rooms-Geschichte da antreffen mussten. Genau, die hänge ich über den anderen Schildern, die da schon hängen, weißt du, damit man nicht wechseln. Ja, genau. Okay.
Ich sag mal so, also schlafen kannst du überall. Mit der nötigen Menge Alkohol. Kannst du auch oben im dritten schlafen noch. Ja. Nee, klar. Also ich würde es mir hier zutrauen. Das Zimmer sind auf jeden Fall schön. Macht werden, Lämpchen aufgehängt und dann ist das Zimmer fertig. Und dann sind wir auch über dem Berg, würde ich sagen, für heute. Und dann ist ja noch das ganze Erdgeschoss zu machen. Kleinigkeit. Aber es wird dann so peu à peu ein bisschen noch getuned, das passt schon. Erstmal müssen die Leute irgendwie schlafen können. Ich weiß nicht, wo anfangen und wann aufhören. Das ist ganz angemalt, deine teure Brot. Aber ich krieg nachher Hilfe. Von wem? Moritz kommt. Moritz ist ganz, ganz flink. Moritz und Rahel bauen die Sofas. Okay. Wenn die da sind, dann geht die Sonne auf. Der kann es nur. Wenn sie uns flink. Das ist doch flink. Schneid das bitte raus. Also das ist super geil für mich, dieses Häuschen. Ja, ne? Das ist top geworden. Also wenn das, danke. Du musst morgen ganz, ganz schnell vorbeikommen und das nochmal checken. Weil wir haben dann ihn, weißt du, ob der uns nicht neuen Thema. Ja, natürlich. Ja, aber nur die Mail. Ihr müsst ihr mich fragen. Ja. Ja? Moment, ich zeige eine andere. Ich habe einen kleinen Flug über und dann da ein bisschen Musik. Nur Berlin. Gibt's nur Berlin. Oh, und der Fahrradfahrer fährt ja auch nicht. Und die sind bescheuert hier. Kontrolle. Kontrolle. Alles Stühle da? Ich habe auch noch geile Küchentischstühle gerade gesehen. Dann frage ich ihn kurz noch, wie viel die kosten. Gut, ne? Schön, schön, schöne Küchenstühle. Richtig geil. Sehr viel Kalt. Kaufen? Aber schneeweiß? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kollege meinte 20 Euro pro Stück. Das ist ein bisschen viel. Das ist überhaupt nicht viel. Das ist ein richtig alte so Jahrhundertwende fast. Aber. Ich weiß. Aber wenn wir so alle nehmen und noch 10 Gartenstühle dazu. Müssen Sie hier rechnen wollen? Keine. Keine Ahnung.
20. Wie viel? 20. Und. Do you have fun? Yeah, great. Interesting. What is the most tricky part while filling up a pillow? To don't put all these small moves forward. Most difficult thing of the job. Is let something fall on the floor? No. Yeah, that's the reason why we are very qualified hands. That's very important. The magic hand. Yeah, so all the technique is in putting the hands inside the bag, then shake it like this, and this is the perfect way to fit this pillow. Did you learn this at your university where no, you studied? No, it's only Michel Berger way of doing. Hof einfach schnell noch diese Lilien kochen, dann sind wir zurück, ne? Super, bis gleich, tschüss! Und ordentlich erschöpft, oder? Ja, geht so. Hab mir schlimmer vorgestellt. Ja? Mhm. Alles sauber bekommen, oder? Fast. Ja? Noch Treppenhaus haben wir. Okay. Wie lange dauert es noch? Noch eine Stunde. Und dann ist Feierabend? Ja. Und morgen nochmal, oder? Nochmal. Und übermorgen die ganze Woche durch. Okay. Eigentlich halb drei, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, guck mal, wir stellen das in den großen Kasten. Alles klar. Gut. Oh, Entschuldigung. Was liegt denn da oben? Eine Kiste. Also, die Toiletten abdecken, die sind nicht drin. Das ist schief. Die kommen noch in einer halben Stunde, sind die drin. Ehrlich? Ah, ja. Wer macht's? Die wissen Bescheid. Dann gleich schreien. Okay. So, habt ihr mal einen Schlüssel da? Nadine ist jetzt verschwunden. Wo ist sie denn jetzt hin? Wer hat meine Karte? Ja, Hobby. Hobby. Die deine nicht. Oh, das ist cool! Ach Gott, ich bin schon gekommen. Du kannst ja nicht helfen. Ja, ich kein Licht. Ach so. Übrigens kann man da alles reinstecken. Du gibst es einfach schnell an. Oder ich guck mal kurz an. Zumindest nicht, was da reinpasst. Schon klar. Der andere Kasten ist schon oben in der zweiten. Gut, und Klo? Brauchst du die Karte? Und eine Klo-Runde. Genau. Hier ist auch noch keine Klo-Abdeckung. Strom ist. Jens? Ja. Klo-Abdeckung. Ja, kommt. Weiß noch Bescheid. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 2, 4. Genau 450. Magst du mal nachziehen? Na, passen alle rein? Ja, mal gucken. We will see. Ich dusche gleich hier irgendwo. Ja! Geil!
Ich werde verrückt. She's no more here. Oh, she's there. No, she's in. No. Yeah, of course. Because she is now here with her boyfriend. Yeah. Okay, then do a nice serviceman and. She just left. She just left yeah. away yeah. from here or what? Yeah, I think so, I guess so. Then just check, Leo. She's there. Is that always? Check if she's there, then we bring it, and if not, then we bring it in the kitchen. Gut? So, wo finde ich jetzt Putzzeugs? Weil, Sprühzeug. Unten in der Küche. Ja, klar, klar, ja. Du weißt, wo wir das... Hier. Okay. Ja. Nein. Putzzeugs. Alle. Hallo. Räume. I need a... Can you open this, please? Der Mitarbeiter ist im Moment gerade nicht zu sprechen. Worum geht's denn? Gast. Der erste Gast kann vorne hingehen. Dann? Ja. Aber nicht der Vorsteck kann nicht sein. Hey. Hi. Das ist dein Zimmer? Das ist mein Zimmer, ja. Versuch mal. Aber arbeitet es. Das ist... Ah, Gratulation, du bist unser erster Gast. Verdammt, mit Liebe. Oh, du bist der Erste. Guck mal. Oh nein. Oh, guck mal. Wer hat das kodiert? Okay. Mann. Der erste Gast kommt nicht in sein Zimmer. Komm, ich tausche. Klopapier, Klopapier. Martina, hast du die kurze Zettel gesehen, die an der Berlin gelegt werden sollten? Die Zettel? Die Zettel, da waren so Begrüßungszettel, du brauchst das nicht rauchen dürfen, und jetzt müssen die auch nochmal hingelegt werden. Ja, Karte nicht. Nein. Warte mal. Die hat das. Was ist los? Hier funktioniert eine Karte nicht. Maybe your card isn't working. I just. Maybe? Your card isn't working. I just. Okay. Come with you and hey. Let's check. Oh, it's here. It's here. Excuse me. Geh mal schön rein, Kurt. Hallo. It's wonderful. So you're leaving on the 3rd, is it right? The Friday, yes. Yeah, Friday. Oh, könntest du mal kurz schauen, ob die Getränke in dem Froster in der Küche, die müssen raus. Die haben wir da zum Schnellkühlen reingetan. Die Frosters? Die Froster. In der Küche. Sind drei Kästen im Froster. Okay, guck ich. Das. Aber bisher läuft's. Also am Montag müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir das, weil ich glaube, kein einziger von uns hält dieses Tempo länger als eine Woche durch. Aber es ziehen alle mit und es bleibt irgendwie kaum Zeit zu reden und krass intensiver Tag. Ich glaube nicht, was da immer so an Emotionen und Situationen reinpassen. Unterschiedlichster Art. Nee, aber...